Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, der Bericht liegt vor, europäisch gewachsen, Bericht der Landesregierung zur Umsetzung der Strategie für die Stärkung von Innovation und Kreativität im Mittelstand. Und Sie haben richtig gesagt, Herr Bommert, es ist eine Auflistung von der Vielzahl der Möglichkeiten, den Mittelstand in vielen Bereichen zu unterstützen, aber er zeigt auch die gleichzeitige Bestätigung der Umsetzung dieser Strategie auch in anderen Politikfeldern. Ich komme noch dazu. Wir haben hier im Haus des Öfteren davon gehört, vom Leitstern erneuerbare Energien verliehen 2009, 2010 und im Dezember diesen Jahres geht erneut die Preisverleihung vonstatten. Sie haben darauf hingewiesen, Herr Minister Christophers, auf die europäische Unternehmerregion, die Auszeichnung. Herr Bommert hat gesagt, die Aussagen von Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Christophers, ja, Sie haben das Engagement der Menschen in der Wirtschaft gewürdigt. Eindeutig. Und das finde ich richtig. Und hier wird nicht abgerechnet, wir haben gemacht, sondern mit den Menschen zusammen. Wir haben die Rahmenbedingungen geschafft und die Menschen haben die Chance genommen, als Unternehmer, als Mitarbeiter, egal. Ich weiß aber nicht, durch welche Brille Sie da gucken, um alles noch schlecht zu reden, was hier auch positiv da ist. Und ich glaube, die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen kann man verteufeln, aber man sollte auch die Chancen sehen, dass man Kommunen wieder Spielräume gibt, um attraktive Lebensräume zu gestalten. Und Sie stellen sich dem Wettbewerb. Ihre Forderung, Sie stellen sich dem Wettbewerb. Und diese Verteufelung halte ich in der heutigen Zeit bei weniger werdenden Haushaltsmitteln einfach für nicht geboten. Ich finde auch, der Platz 1 im Dynamik-Ranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2010 und 2011, die sind ja nicht bestechlich, sind ja unabhängige Institutionen und nicht gerade eine rotfreundliche Institution, muss ich sagen, zollt dem Land Brandenburg Anerkennung. Das sind verdiente Anerkennungen der Wirtschaft und der Wirtschafts- und Standortpolitik in Brandenburg. Diese Anerkennung gilt gleichermaßen den Bürgern, den Verwaltungen und der Politik. Denn ohne die Rahmenbedingungen wäre es nicht möglich. In der Politik wird nicht nur der Wirtschaftsminister belohnt, sondern auch der Ministerpräsident, der ein offenes Ohr für die Anliegen der Wirtschaft hat. Und auch die Fachminister, die manchen Kompromiss zugunsten des Wirtschaftsstandortes schließen. Und auch die Fraktionen werden gelobt in dem Rahmen im Landtag, die sich in der Wirtschaftspolitik deutlich einiger sind als in manchen anderen Politikfeldern. Brandenburg möchte das nach der Wende vor 20 Jahren gegebene Versprechen einlösen, eine selbsttragende Wirtschaft zu entwickeln, in der das, was wir ausgeben und investieren, auch hier verdient wird. Ich denke, das ist der wichtigste Ansatzpunkt für eine sich selbsttragende Wirtschaft. Und wir müssen die Rahmen dafür setzen. Der Bericht, über den wir reden, ist eine gute Zusammenfassung der Wirtschaftspolitik. Diesem Maßnahmenkatalog ist kaum etwas hinzuzufügen. Allerdings ist die Einordnung wichtig. Mit den genannten Auszeichnungen ist bestenfalls ein Zwischenstand erreicht. Es ist aber gleichzeitig die Bestätigung für die Richtigkeit des beschrittenen Weges. Wir befinden uns mitten in einem permanenten Transformationsprozess der Wirtschafts- und Standortpolitik. Genannt seien dabei die Clusterförderung, die Umsetzung des Aktionsplanes pro Industrie, den ich für sehr wichtig halte, sich auf diese Tradition zu berufen, aber auch der Umsetzung der Energiestrategie 2030 sowie der Umsetzung der gemeinsamen Innovationsstrategie mit Berlin, der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie, die auch Impulse für wirtschaftliche Nachhaltigkeit auslöst, die Enquete-Kommission zur Verwaltungsstrukturen, aber auch die Vorbereitung der neuen EU-Strukturfondsperiode. Diese strategischen Weichenstellungen, die unter knapper werdenden Haushaltsmitteln vorgenommen werden müssen, zeigen das Ausmaß der Aufgabe. Damit sind große Herausforderungen verbunden, an denen wir unseren Platz im Dynamik-Ranking behalten, aber auch schnell wieder verlieren können. Die eingangs erwähnten Anerkennungen dienen der Motivation und nicht mehr und nicht weniger. Sie motivieren uns, mit Energie weiterzuarbeiten, im Schulterschluss mit der Wirtschaft. Wir haben heute noch im Top 11 auch die Forcierung der Brandenburger Unternehmen, die wir fit machen müssen für den internationalen Wettbewerb. Und der Minister hat es richtig gesagt, Europa ist eine gemeinsame Wertegemeinschaft, aber auch ein globaler Wirtschaftsraum. Ein Defizit des Berichtes sehe ich auch, wie im letzten Bericht darin, dass die strategischen Ziele etwas zu kurz kommen.
Ich wünsche mir schon, dass wir sagen, wo sollen die Maßnahmen hinführen, wie sind unsere Visionen. Und ich glaube, miteinander können wir da auch an klareren Visionen und Zielstellungen arbeiten. Dankeschön.